oder im Verlauf. Kanzlei oder privat? Kanzlei. Okay. Was? Du sagst privat. Ja, weil ich endlich wissen will, mit wem er verheiratet war. Privat, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Naja, dann gucken wir mal. Alter. Komm, das mal eine E-Mail. Los. Von Abraham Goldfels als Stellingham University TNA. Um 12.07 Uhr am 12. Juli 2006. Also vor 9, 10 Monaten. Nein. Ach so, stimmt. Das ist ja 2016. Stimmt, das war ja. Und Juli. Vorher. Stimmt. Ja, du, 16 hätte mir schon was sagen müssen. Ja. Lange her. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Mein lieber Freund in dubio. Was? Ja, mach mal weiter. Das ist sein Nickname wahrscheinlich. Wenn ich dich noch einmal mit diesem Namen ansprechen darf. Ich hoffe, dass du guter Gesundheit bist, wenn dich diese Mail erreicht. Zuerst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich dir nicht so oft schreiben konnte, wie ich es hätte tun sollen. Ich hoffe, du denkst nun nicht, ich hätte dir ausweichen wollen, weil ich dich um laufende finanzielle Unterstützung für Nina gebeten hatte. Daran lag es nicht. Ich hätte das gar nicht erst fragen sollen. Und trotzdem schreibe ich dir nun und bitte dich erneut um etwas. Es gibt eine junge Frau, ihr Name ist Cassandra, die Mitglied meines Debattierclubs ist. Sie ist kürzlich unverdientermaßen in Schwierigkeiten geraten und braucht nun niemanden Geringeren als den bestmöglichen Strafverteidiger. Natürlich bist du mir sofort in den Sinn gekommen, nach der wunderbaren Arbeit, die du als Anwalt in meinem Fall geleistet hast. Zweifellos hast du von den Unruhen auf dem Friedensplatz vor 2 Tagen gehört. Wahrscheinlich auch von dem verletzten Polizisten. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Cassandra ist die Hauptverdächtige dieses Angriffs, sodass die Annahme dieses Falls etwas Gegenwind in der Presse mit sich bringen könnte. Sie behauptet, unschuldig zu sein, und ich glaube ihr. Solltest du bereit sein, ihre Verteidigung vor Gericht zu übernehmen, wäre ich dir mehr als dankbar. Ich werde alle Kosten vollständig übernehmen, egal wie viel du benötigen solltest. Bitte lass mich wissen, wie du darüber denkst, Abraham. Alter Schwede, krass. Also nicht der Vater oder die wohlhabenden Eltern haben einen Staranwalt beauftragt, sondern Abraham Goldfels in Verteidigung von Cassandra Watergate. Hätte ich auch niemals gedacht. Ich auch nicht. Und dazu kommt gerade dieser freundschaftliche Ton, in dem diese E-Mail geschrieben ist. Ich frage mich, welche Beziehung Joseph Langley und Abraham Goldfels eigentlich zueinander haben. Ich habe eine Vermutung. Ich habe auch eine Vermutung. Was, wollen wir über unsere Vermutungen reden oder wollen wir es erst, wenn es passiert, dann sagen, ich habe es doch gleich gesagt? Meine Vermutung ist, dass ich in dubio schon mal gesehen habe in den Kommentaren auf dem Thought-Blog. Nein. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Sprich mal weiter. Also du gehst... Also nee, das war's schon. Also, nee, lass uns mal den Gedanken ausformulieren. Seine These ist, dass Joseph Langley in dubio ist. Ja. Teil von Thought und kann nein, das dann nicht... Nicht Teil von Thought, aber interessierter Leser von Thought. Zumindest das. Hängt da irgendwie mit drin. Zwei, also mindestens eine Anschlussfrage. Könntest du dir vorstellen, dass Joseph Langley... Nee, vergiss es, die macht keinen Sinn. Ich wollte dich gerade fragen, ob du denkst, dass Joseph Langley der Eingeweihte sein könnte. Aber der kennt sich, glaube ich, mit Technik einfach deutlich zu wenig aus. Oder? Das ging ja... Nee, ich glaube, er kennt sich nicht mit... ich würde gar nicht sagen, dass das No-Go ist, dass er sich nicht mit Technik auskennt. Joseph Langley schreibt nicht solche Texte auf Timelines von wegen hier, lieber Inhaber von Timelines, lass mich doch mal rein, ich habe dein Passwort geknackt. Das ist nicht sein Stil. Rossys Wild Guess ist, sie waren gemeinsam in einer linken Studentenverbindung.
Und wie kommt da jetzt die Delacorda mit rein? Die haben alle mal, weiß nicht, die hatten mal eine WG und haben gerne zusammen einen getrunken und Delacroix ist irgendwo rechts abgebogen. Ja, oder vielleicht sogar also tatsächlich eine Freundschaft und die eine biegt rechts ab und der andere ist irgendwo anders abgebogen, wo wir noch nicht so richtig wissen, wo er denn nur eigentlich hin abgebogen ist. Scheint was mit Gewalt zu tun zu haben. Ja. Okay. Willst du erstmal gucken, ob du in Dubio schon irgendwo gesehen hast? Einfach damit du dir diese Frage beantworten kannst. Also ja. Uns. Uns. Ich muss mal gerade. Ach, das Denken muss die Richtung ändern. Da ist nur Sorgenkind. Dann 9. Die Freiheit ist unfrei. Cassandra, keine Kommentare. Metamorphose. Sorgenkind, Goldfels, Hancock, Sorgenkind, bla. Sind die Gedanken noch frei? Gast. Gast. Ja. Spam. Krieg der Gleichgültigkeit. Und das Minenfeld. Nee, ich habe mich getäuscht. So, und hier können wir jetzt nur, ich nehme mal an, dass es Indubio als Alias, den wir dann hochladen. Das hier ist auch spannend, weil ich dich um laufende finanzielle Unterstützung für Nina gebeten hatte. Dass er sie um laufende finanzielle Unterstützung für Nina gebeten hat. Das war der Gefallen. Ja, und was mich da interessiert, ist so dieses, warum macht Goldfels das nicht selbst? Also er hat ja augenscheinlich auch kein Problem, den teuersten Anwalt, egal was es kostet, für Cassandra. Das stimmt. Ja. Also, wenn wir jetzt wissen, dass Nina die Bombenlegerin ist, daran gibt es ja keinen Zweifel mehr, oder? Ich fürchte, nein. Dann wäre es doch möglich, dass Abraham Goldfels schon wusste, in welche Richtung sich das entwickeln soll mit ihr und nicht wollte, dass es irgendwelche direkten Verbindungen gibt. Und bei so einem Anwalt fällt es ja nicht so sehr auf, vielleicht. Oder dass Nina kein Geld von Goldfels nehmen wollte. Aber ich finde diesen Punkt tatsächlich wichtig. Ich würde den gern hochladen. Den hier erstmal. Finde ich auch gut. Und wieso laufende Unterstützung für Nina, bevor Cassandra vor Gericht war, fragt Horsti. Das ist so ein bisschen die Frage. Vielleicht kann ja auch noch dieses... Wir wissen ja, dass sie nicht arbeiten konnte, dass sie so viel arbeiten musste und keinen regulären Job bekommen hat wegen ihrer Vorgeschichte. Wegen dieses neuen Sicherheitsgesetzes, die dann, ja, wo es dann die Regelung gab, dass sie das, dass man, glaube ich, der Arbeitgeber wird immer über irgendwelche Vorstrafen informiert oder irgendwie sowas war das ja. Ja, genau. Das haben wir so ein Stück weit, glaube ich, unter Antidiskriminierungsaspekten auch beleuchtet zu dem Zeitpunkt. Naja, auf jeden Fall, vielleicht hatte er auch einfach, wollte eine gute Tat vollbringen. Also vielleicht ist es auch nicht mehr. Ja, und Sarazani fragt, was war das für ein Fall von Goldfels? Das wissen wir halt nicht. Wir hören zum ersten Mal davon, dass anscheinend Langley Goldfels irgendwann mal verteidigt hat. Wir haben keine Ahnung. Ich bin versucht übrigens, alle Informationen, die gerade dort sind, hochladen zu wollen. Mich ärgert es ein bisschen, dass hier die Pop-Ups nicht funktionieren. Das ist jetzt in dem letzten Teil des Spiels immer mal wieder. Und ich weiß nicht, wie ich das zurückbekomme. Manchmal geht es, wenn man einfach rausgeht. Aber jetzt gerade geht das nicht. Ja, dann machen wir. Ich fange mal an mit dem finanzielle Unterstützung für Nina. Er hat vielleicht die Täterin hinter den Bontener Bombenanschlägen unterstützt? Das müssen wir näher untersuchen. Suchen Sie nach Hinweisen, ob es wirklich andauernde finanzielle Unterstützung gab.
Ja, ich glaube, du kriegst deine Bankdaten, Romy. Wir haben was im Listener offen. Der Eingeweihte meldet sich bei Harrison O'Donnell. Da können wir ja gleich dran gehen. Ja, lass uns erstmal das machen. Erst habe ich mal abgearbeitete Listen. Ah, jetzt geht's! Ah, cool. Ist von Josef Lengley in einem Fall rechtlich verteidigt worden. Anwalt von Josef Lengley ist Anwalt. Hat Abraham Goldfels rechtlich in einem Fall verteidigt. Abraham Goldfels Mandant. Ja, dann laden wir das mal hoch. Deshalb kannten sie sich also. Abraham Goldfels war sein Mandant. Das wirft die Frage auf, worum ging es bei seinem Fall? Ja, ja, das werden wir jetzt im Reader feststellen. Interne Fallakte. Die Regierung gegen Abraham Goldfels. Nein, ich klicke da nicht drauf. Frage ist, wollen wir uns nicht die Fallakte angucken oder wollen wir erst diese Sachen hochladen? Ah, jetzt hat Josef Lengley gebeten, die Verteidigung von Cassandra Watergate zu übernehmen. Ist von Abraham Goldfels gebeten worden, die Verteidigung von Cassandra Watergate zu übernehmen. Das können wir auch hochladen. Das finde ich okay. Ja, ich weiß nicht, wie wichtig das tatsächlich ist. Ich will nur nicht hängen bleiben und dann fangen wir wieder an irgendwie. Ist es die 2-Stunden-Grenze fast erreicht? Die Rumi ist es egal, lass uns einfach hochladen, Stelle. Kommt langsam. Ja, einfach alles hochladen. Mhm. Und somit schließt sich der Kreis. Welcher Kreis? Du. Ja. Aber ehrlich, genau das gleiche, also bei den Kommentaren, die jetzt gerade kamen, die haben wir so oder so ähnlich auch gesagt. So dieses, verdammt, so hängt das zusammen, war auch unsere Reaktion. Wir haben aber eine andere Wortwahl benutzt. Ja, weil wir sind. Ja. So, und in dubio, Josef Lengley Freund, Abraham Goldfels Freund, Nickname in dubio. Da kriegen wir doch neue Datenquellen, ne? Also laden wir es hoch. Ich bin auch neugierig. Ah, Freunde sind sie also. Vielleicht ist es diese Freundschaft ja doch untersuchenswert. Es gibt neue Sachen auf dem Desktop. Vielleicht ist in der Browser History noch was passiert. Nee. Ich denke, es wird irgendwas in Mails neu sein. Ja, wir haben da noch nicht reingeguckt. Ich will jetzt noch nicht in Mails reingucken. Ich will diese Fallakte lesen. Los, auch in die Fallakte. Ja, einfach mal über die Homepage kommen wir an die interne Fallakte. Okay. Sprich ruhig, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nee, alles gut, jetzt sind wir wieder bei dieser Verzögerungsproblematik, wenn ich nur mal kurz was kommentieren will. Alles gut, leg los. Interne Fallakte, die Regierung gegen Abraham Goldfels. Falldatei ID 2685D4A97. Datum der Einreichung, 6. April 2015. Beklagter Goldfels Abraham, Verteidiger Lengley Josef, Privatstrafverteidiger. Klägerin, die Regierung der Nation. Staatsanwalt Warwick Jeffrey, Staatsanwalt, Bezirksgericht Bonten. Anklage. Der Beklagte wird beschuldigt, gegen die Bedingung eines Arbeitsvertrages mit dem Kläger verstoßen zu haben, den der Beklagte am 15. März 2013 eingetragen hatte. Den der Beklagte am 15. eingetragen hatte. Okay. Urteil.
Dem Anspruch des Klägers wurde stattgegeben, obwohl ein Gesundheitszustand des Beklagten von seinem Arzt Dr. Daniel Lyon nachgewiesen werden konnte, konnte das Gericht keine Rechtfertigung für die Abwesenheit des Beklagten von der Arbeit erkennen, da der Beklagte zum Zeitpunkt des Urteils in einem gesunden Zustand zu sein schien. Das Gericht konnte einen Verstoß gegen die Bedingungen des Arbeitsvertrages erkennen, der dem Kläger durch den Beklagten erhebliche Verluste verursachte. Der Beklagte wird zur Entschädigung des Klägers durch Zahlung einer Entschädigung in Höhe seines bisherigen Gehalts während eines Zeitraums von 6 Monaten verurteilt. Darüber hinaus muss der Beklagte das Gehalt zurückerstatten, das er während seiner Abwesenheit erhalten hat. Hinweis. Okay, aber es geht noch weiter. Dieser Fall gilt als streng geheim. Die Verhandlung hat unter Ausschluss der Medien und der Öffentlichkeit zu erfolgen. Es ist keine Medienberichterstattung erlaubt, weder vor noch nach der Verhandlung. Hey, was ist denn da los? What? Also ich meine... Ja, es scheint ja nicht zur Arbeit gekommen zu sein. Ja. Hatte einen Arbeitsvertrag mit der Regierung, der am 15. März 2013 begann, verklagt wegen Verletzung eines Arbeitsvertrages mit der Regierung. Okay. Und warum ist es denn geheim? Weil es sieht doof für die Nation aus, wenn sie Leute verklagt und von ihnen fordert, dass sie ihr Gehalt zurückzahlen, weil sie sagen, sie waren krank. Das ist irgendwie ein bisschen soziale Kälte. Es wirft ein schlechtes Licht auf die Regierung, wenn sie das machen. Ja, das stimmt schon. Aber, also ich weiß, wir reden über die Nationen und da ist sowieso alles ein bisschen anders. Aber, also eigentlich könnte man ja auch sagen, ja cool, wir haben hier so ein rechtsstaatliches Verfahren. Das wird eröffnet. Und dann stellt in diesem Falle ja auch, es gibt ja ein Urteil, das Gericht fest, ja nee. Also nur ist die Frage, ist das Gericht nicht unabhängig und hat auf welcher Grundlage auch immer diese Entscheidung getroffen? Ist er einfach nicht zur Arbeit gegangen? Also das Gericht ist nicht unabhängig. Ja, davon ist ja fast ein bisschen auszugehen, aber nee, dafür machen wir nicht das. Ja, genau, aber das ist ja, wir müssen ja so ein bisschen die Lupe draufpacken in der Dienstagspolitik. Dass wir hier augenscheinlich entweder keine unabhängige Justiz haben, oder irgendwas politisch an diesem Fall super krass brisant ist oder auch juristisch brisant, dass man da so einen Deckmantel des Schreckens drüber legt. Weil an sich jemanden zu verklagen beziehungsweise den Arbeitsvertrag aufzulösen, weil die Person nicht zur Arbeit erscheint, das ist ja erstmal grundsätzlich kein, weiß ich nicht, nichts Ungewöhnliches. Wenn hingegen es ein Attest gab, was gerechtfertigt war und das Gericht hat es nicht anerkannt, dann stellt sich mir die Frage, war das vielleicht ein Scheinprozess? Also gibt es ganz viele Sachen und deswegen irritiert mich diese Geheimhaltung. Also gar nicht dieses, das sieht schlecht für die Regierung aus und soziale Kälte, sondern eher so dieses, wartet Freunde, da ist doch noch irgendwas im Busch. Ja, muss man sagen, und genau das ist es. Es ist ein Scheinprozess gewesen.